Zeigt mich sehr von euch. Nein, ich auch nicht. Ich habe nur eine Karte, die Energie erzeugt, das ist einmal Erdenergie. Verstehe. Dunkelheit. Das hier ist Dunkelheit einfach. Dunkelheit, Licht, Erde, Wind, Eis und Feuer. Neumond, Sonnenfinsternis. Ja. Ich nehme an, dass das eher eine Sonnenfinsternis Was hat es eigentlich mit diesem Sackerl da anzeigt. auf der Seite auf sich? Ich habe da die potenziellen Monster, die es gibt, und zwar dunkles sind die normalen und helles sind die Mitte-Monster Okay. reingegeben, damit wir, damit die Nummern und die Reihenfolge ganz zufällig sind diesmal. Das haben wir letztes Mal nicht ganz regelkonform gemacht und ich werde es diesmal ordentlich machen. Ich habe jetzt auch die ersten Monster rein zufällig gewählt, wenn du drüber fährst, dass du Giant Viper 10 Sehr schön, ja. Erddämon 3, obwohl Also es das auch war zwei auch Basen. zufällig Genau, der wird ausgewählt. zufällig da rausgenommen. Und in den nächsten Räumen kommt es dann auch zufällig. Alles klar. Das bestimmt jetzt auch die Reihenfolge, in der sie agieren. Tun wir was, oder? Ja, die Frage ist, wer zieht am weitesten in den Raum hinein, weil der wird fokussiert. Ich gehe mal Oder auf die bezieht. Schlange los. Müssen wir bitte überhaupt den Raum reinziehen, weil die kommen ja auch zu uns, oder? Das stimmt, ja. Das sind Ja, ja aber alles solche Sachen können wir, Minikämpfer. sind alles Nahkämpfer, Ja, eben. ist es uns in der Runde überhaupt wurscht? Dann ist es uns überhaupt wurscht in der Runde, weil uns außer der einen Schlange niemand erreicht. Also ich werde definitiv spät dran sein. Aber wer am weitesten in den Raum hineinzieht, wird halt nächste Runde wahrscheinlich fokussiert, wenn Monster früh dran sind. Und ich will das nicht sein. Wenn ein Tank besonders mutig ist und könnte mit Bewegung 4 gleich hier die Bloodroot oder Daggerroot aufdecken. Ja, Aber ich ich weiß nicht, verstehe ob nicht, das. warum du Hartmann jetzt Schüler einen Stress machst. Wir haben Range Attacks. Wir wollen eigentlich die Schlange nicht berühren, wenn ich das richtig verstehe. Ja. Also, warum wollen wir da reinrennen? Erklär mir das bitte. Weil wir dumm sind. Genau, danke. In dem Szenario gibt es halt einen Nachteil noch. Wir brauchen wirklich viel Movement. Wir müssen wirklich 12-mal diese Dinge looten. Oder wahrscheinlich fast 10 bis 12 Mal. Ich meine, ich kann mich schon dort reinstellen. Die Frage ist halt nur, ob das wirklich gescheit ist, weil ich krieg da massiv, ich meine, da bekommt man ja massiv Schaden. Ja, dann nicht. Ja, ich hab's nicht durchgedacht, Michi. Nein, ich sag's nur. Ja. Ich möchte ja, man kann es natürlich machen, aber der Schaden ist natürlich immens, weil jedes Mal, wenn man, also, Ja, erster du hast Kill eh recht, ist ja. zwei Schaden und die Elite-Earth-Dinger machen gleich Die mal hauen ordentlich vier zu, ja. Schaden, Ja. ja. Nur, wir wissen eh nicht, was für Karten die aufdecken. Das ist, wenn die plus 1 Bewegung haben, plötzlich. Lass uns mal da, wählen wir mal für den ersten zu zwei Karten aus und dann können wir entscheiden, was wir tun. Okay, also ich werde nicht allzu weit reingehen, glaube ich. Will jemand den ersten looten, der da liegt? Wie nennen wir diese Kannst du es Klasse gerne hier? machen. Token. Ich werde es nicht machen, weil ich möchte nicht vorne stehen.
Diese eine da wieder gleich bei mir ist. Die Nummer 10. Genau. Ich Ja, greife und sie jetzt. an, relativ früh. René, du bist gerade wieder rausgeflogen, ja.